Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Wir haben jetzt die zwei Kristalle hier von den Zirten. Einer ist in Eisen hier und der andere kommt hier irgendwo. Oder war das jetzt gleich vor der... Nein, der kommt noch. Mal kurz schauen, der ist nach da vorne, okay. Und die Eigensteine, die holen wir auch noch. Und... Ja, wahrscheinlich hast du mich auf Ignor Cock Crash. Dick auf Ignor. So, mein Ei ist drin. Dein Ei ist drin. Und wo ist das andere? Da hast du das schon lange reingetan. Okay. Ja, ich habe ein bisschen den dunkelgrünen Stein eskortiert, bisschen Bodyguard gespielt und immer schön auf die zwei Dinge geschaut von der Frau, die den Stein getragen hat. Oh, war das genüsslich. So. Schulmädchen. Oh. Ja, die Steine von uns fehlt noch. Ja, es geht halt immer einige Zeit. Der macht einfach mal hier Pause. Hey, du da. Rein, hopp. Sofort. Mach ihn rein. Stell ihn rein. Wir wollen den Wunsch haben. Alle sind sehnsüchtig. Auf den Wunsch. Alle wollen leben, gern den Wunsch haben. Kommt schon, pressiert. Postmann, Nacht. Hopp, schneller. Ah. Ein Champions auf Recken muss man nicht mehr warten. Oh Mann, weil der AFK ist... Ah, jetzt... Ja, ist ja drin, also. Jetzt kommen die anderen Steine auch, seht ihr. So. Gut. Sonst bekomme ich immer eine halbe Krise, weil ich nicht warten kann. Ich bin sehr ungeduldig in einem Spiel. Im Real Life bin ich sehr geduldig, aber in einem Game bin ich immer ungeduldig. Das ist leider so. Das ist leider so. Die können nicht ruhig sein. Würdet ihr warten, würde gerne Hex holen. Holen doch kurz, da geht es sowieso noch lange, bis der rote Stein da ist. Ja, diese Gold. Ja, immer wollen Gold haben. Ja, der Wunsch ist Gold. Das ist schlimm. Dieser Witz ist so uralt, aber nein, die müssen die ganze Zeit, müssen die posten. So, dann werde ich reingeportet. Muss ich das Tor nicht öffnen? Ich bin ganz davor. Dieser Running Gag mit dem Gold, ja, wir wünschen uns Gold, weil es sinnlos ist. Das ist langsam sowas von out. Das war es bei Syrtis schon immer. Aber niemand hat, also ja, vielleicht wünschen sich ab und zu manchmal per Scherz Gold. Aber der Wunsch wurde noch nie erfüllt, zum guten Glück. Das ist zum guten Glück so. Oh. Aber wahrscheinlich wird es wieder Dropstein. Ich hoffe es nicht. Nicht, weil ich will jetzt die 4 Stunden nicht hier drin verprassen. Ich möchte auch raus. Noch ein bisschen müde. Ja, schlimm.
Die Nacht war wieder schlimm, schwitzig. Nur geschwitzt, immer wieder aufgewacht. Was? 2025 kommt der WM-Schmuck endlich. Super. Dann ist es ja nicht mehr weit. Sind ja nur 10 Jahre. Vielleicht hat dann Regnum, also ein NG-Studio, plötzlich wieder Bock, Champions of Regnum weiterzuentwickeln und nicht nur kurz ein paar einen Patch bringen, damit die Leute wieder kommen und dann wieder nicht Patch bringen und oh. Also der Patch war so sinnlos, was gekommen ist im Juni. Also wirklich sinnlos. Aber so ist die moderne Unterhaltungsindustrie. Macht nur noch Scheiße. Nur noch zu Scheiße, Fee. Also die ganz reichen. Wie zum Beispiel Bethesda Studios oder Rockstar Games. Die machen noch gute Games. Aber eigentlich ist 99% von den Entwicklern Bullshit. So viele Mobile Games gibt es schon. Oder einfach Browser Games oder Flash Games oder so. Das ist einfach gigantisch. Also nur Müll. Bei Steam ist es auch so. Ich habe eigentlich alle Games schon, die ich gut finde. Bei Steam. Und trotzdem sind es extrem wenige. Es sind nur ungefähr so 20 Stück. Das ist schon hammerhart. Das ist einfach, ja. Vor allem halt, es fehlt halt einfach die Entwicklungszeit für solche Spiele. Sollen halt kleine Spiele machen, dafür fertig entwickeln. Aber nein, sie machen... Boah, macht doch nicht so Krach. Nein, nein, sie machen einfach mal... Ja, ein zu 10% fertiges Spiel und sagen dann, ja, das Spiel ist fertig. Es kommt keine Bugs mehr. Kommt es raus, gibt es einen massiven Storm in Form von den Entwicklern und das Spiel bekommt 20% von 100. So gibt's jetzt ein... Ah Mann, oh Mann. Endlich. Nein, bitte, hey, nicht trollen. Wieso wird denn immer getrollt? Wir müssen ja nicht warten. Die Leute sind zu spät, die, die nicht da sind, die sind zu spät. Ganz einfach. Aber die ganze Zeit warten oder trollen oder sonst irgendwas ist mühsam langsam. Ja, hier leckt zwar wieder. Sehr schön. Ja, aber das liegt eben an. Am Saal mit den vielen Kristallen, also da ist die Dinge überfordert. Die Engine. Da entwickelt sich hier und ich bin auch am Rendern noch. So. Bertha ist das erste Mal beim Drachen, okay. Hallo Bertha. Können die mich auswählen dann? Können die mich wirklich angreifen? Es gibt, glaube ich, so einen Wunsch, weil sie sich gegenseitig bekloppen. Und wenn der Wunsch erfüllt wird, dann können sie mich da drin gar nicht angreifen, wahrscheinlich. Ich hoffe es jedenfalls. Da bin ich der Letzte, weil der andere aufhört. Also, aufgeht, weil er verzweifelt ist, weil er mich nicht besiegen kann. Yay! Ich hoffe, meine Stimme ist nicht laggy, aber ich denke nicht. So, wann können wir wünschen, wenn das Buggy-Zeugs weg ist? Ah, schaut euch die FPS an. 5 FPS, das kann ich euch zeigen. Nein, das nicht. Hallo, weg. So, nein, da ist der Ping nicht, der Ding. FPS nicht dabei. Schade. Ja. Wieso geht eigentlich jetzt das Fenster von Steam die ganze Zeit auf? Eigentlich muss man nur
Umschalt-Tab drücken. Aber wenn ich Umschalt und P drücke, geht das Steam-Fenster auch auf. Verstehe ich irgendwie nicht. Ist wahrscheinlich verbuggt. So. Xymarin gibt's doch nicht, also. Ignis wird reich. Ah, doch, da war Master Coins. So. Bertha hat eine Heizung, er hat zweimal Bergdemokrat. Hab Ignis wird reicher genommen. So, jetzt mache ich einmal. So. Ja, ja. So. Ich habe natürlich so richtig geschrieben, wie es nur geht. Yes. Oh. 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 Oh oh. Okay, Bagnum. Ich konnte die Kamera nur ganz langsam bewegen. So geht's ja schnell, aber auch nicht flüssig. Überflüssig. Oder unterflüssig eher. Ah, hinter die Treppe könnte man auch gehen. Ja. Oh, die armen Warmaster, die brauchen keine WMC mehr. Jetzt hätten sie lieber Dropstem genommen, das 4 Stunden lang geht und nichts bringt. Hey. Oh je. Die Leute gehen sowieso nach den Portalen manchmal off. Das bringt überhaupt nichts. Ja, toll. Darf ich raus? Darf ich die Kamera bitte hinten haben? So. Ja. Okay. Ah, endlich 1000. Jetzt habe ich wieder 70 FPS, also bitte. Da drinnen 5 FPS und hier draußen 70 FPS. Also irgendwas stimmt nicht mit Engine. 12.500. Jetzt haben wir 41.800 WMC. Yes! Mensch! Geil! Juhu! 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 Also die Gruppe auflösen. Und dann gehen wir eigentlich leben wieder. Ah ja, ich habe diesen Betäubungsgebrüll noch reingeholt, weil die anderen für mich nicht so wichtig waren. Ich hätte auch stampfen können. Ich habe, glaube ich, keine Coins mehr. Keine Skillpunkte mehr. Aber ich hätte auch stampfen nehmen können, aber wieso habe ich das nicht genommen? Ah, weil ich es, glaube ich, nicht auf 5 machen konnte, genau. Und jetzt ist Gebrüll auf 5, oder? Ja, 4. Auf 4. Ja, dann habe ich alle aufgebracht. Genau. Und was ist jetzt hier 2 treten? Also. Nicht stampfen, sondern treten. Wieso ist jetzt eigentlich die Regenmusik so laut? Ich habe ja auf ganz unten. Ja. Boah, ist das sensibel. So. Jetzt hört man es halt fast nicht, aber irgendwie nicht besser als ganz laut. So. Wir machen noch die Quest hier. Gehen wir also Quest machen. Und
dann noch ein bisschen leveln. Oder eventuell machen sie schon wieder Fortkämpfe, dann bin ich natürlich dabei. Aber zuerst möchte ich mal zur Quest gehen und schauen, was man dort machen muss. Wahrscheinlich wieder mit dem Händler reden dort. Und beim vorherigen Part war ja ganz am Anfang noch ein Reinschnitt. Das ist nämlich ein Part, also ein Teil davon, wo ich vergessen habe, wieder reinzumachen, weil ich ihn rausgenommen habe. Und es halt nicht gerade gepasst hat. Und dann habe ich ihn vergessen, wieder reinzutun. Und jetzt ist er nachgeholt worden. Da seht ihr also, wie ich dabei Altaruk noch den Questgeber angesprochen habe und so weiter. Also es ist ja nicht so spannend. Also im vorherigen Part, ja. Genau. So. Das müsste 82 sein. Und also, ja, Part 82. Und das ist Part 83. Stimmt's? Oder habe ich recht? So. Laufen her. Laufen Sie doch her. Da, 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 da. Herr Panther. Lieber Panther, laufen Sie bitte. Kommen Sie schon. Sie müssen schneller laufen. Und Eiskomet ist wieder offline. Die kam nur rein kurz, um den Wunsch zu haben. Und die war so ein Punkten zu bekommen. Und dann ging sie wieder raus. Toll. So. Und was müssen wir hier machen? Steht natürlich ganz unten. Drachenschuppe an. Sultar. Gut. Ja. Also. Jetzt kommt wahrscheinlich auch ein Part Planet Side 2 und zwei Regnum Parts. Ich hoffe, ich kann auf zwei Regnum Parts pro Tag bleiben. Wäre schon nett. Und so. Und was? Hast du so lange gebraucht? Ja, es sind ungefähr 3 Tage. Nein, einen Tag. Gibt es her, lass mich sehen, das kann nicht sein, es ist kaputt. Die Orks kennen nicht die Kostbarkeit von solch einem Item. Das ist wirklich ärgerlich. Ich bekam das Drachenschuppe. Okay, ich bekam das Drachenschuppe von einem engen Freund. Es bedeutet viel für mich. Nichtsdestotrotz, du hast gemacht, was ich gesagt habe. Erzähl Sigrid. Deine Arbeit mit mir ist erledigt. Jetzt muss ich wieder zu Sigrid gehen. Oh Mann, oh Gott. Ja, genau, Weltkarte. Und wieso leckt es jetzt plötzlich? Mann, ist das... Irgendwie ist momentan sowieso. Vielleicht muss ich direkt noch neu starten. Jetzt muss ich nach vorne, okay. Jetzt leckt es wieder nicht. Jetzt habe ich wieder 81 FPS. Wieso nicht? Und jetzt wieder 50. Irgendwas ist los. Wahrscheinlich das Rendern gerade frisst so extrem viel. So, und hier ist er wo? Da unten also. Wieso muss ich denn zum Ende hier fort? Ja, zum Ende hier fort. Lol, die Quests wurden einfach so hingeschissen. Einfach so kurz programmiert und irgendwie ein bisschen kompliziert oder falsch. Und ja. Also manche Quests haben zum Beispiel keinen Questmarker auf der Wegkarte. Und dass es nicht angezeigt wird, wo das Questziel ist, sondern von Gebiet zu Gebiet muss und die ganze Zeit diese Einblendung kommt, das muss wirklich ja nicht sein. Sondern am besten ein Kompass, wo zeigt, in welche Richtung man laufen muss. Das wäre doch etwas. Aber es bekommen. Das hat nur Skyrim. Aber, Regnum? Nein, das muss Regnum nicht haben. Regnum ist ja ein Spiel, was man fortschmeißen kann. Ja, die Entwickler denken einfach so, ja, sie werden nie Erfolg mit Regnum haben. Komm, lassen wir alle in den Stich und fertig. Dabei müsste Regnum nur ein bisschen besser sein.
nur ein wirklich winziges bisschen besser und vor allem bugfrei. Und dann würden wirklich Tausende, Hunderttausende kommen, wenn auch ein bisschen mehr Werbung gemacht wird. Aber nein, sie lassen Regnum, seit 2007 lassen sie Regnum einfach mal im Stich, machen nichts. Lieber Mobile Games, genau. NGT Studios macht lieber Mobile Games. Ist ein bisschen frech. Für was? Mobile Games? Das entwickelt man kurz und dann ist man fertig. Aber die wahrscheinlich entwickeln noch irgendwelche Zusatzinhalte, die sie ja auch für Geld anbieten können und so weiter. In Champions of Regnum kann man es ja nicht, dieser Free-to-Play. Also Alpenshops gibt es ja hier ja nicht, oder? Und was ist das? Was ist das da? Mann, ein viel zu teuer und sinnloser Itemshop. Genau das ist es. So. Ach komm, nicht laggen. Tut mir leid, es laggt, es laggt, es laggt. Also machen wir das später, wenn das Rennen fertig ist, gell? Ich nehme dann wieder auf. Bis gleich. So, weiter geht's. Ein bisschen längere Pause für mich, für euch ein paar Millisekunden. Weil ich gestern Abend wirklich keine Zeit mehr gehabt habe. Ich musste mich um den Server kümmern und die Serverumstellung von Minecraft. Also mein Minecraft-Server, der jetzt auf Hexit umgestellt wurde. Also ich gemacht habe. Und Spieler einladen und Spieler helfen, Spawn ausbauen, alles mögliche. Ja, jetzt sind wir hier in Ingame gerade überlastet. Es wird wahrscheinlich jetzt gerade wieder kommen. Hier können wir die Quest weiter machen. Und nein, es sind nicht mehr überlastet. War das jetzt gerade vorher ein Bug oder war ich da überlastet und jetzt nicht mehr? Wieso dann? Was? Komm wieder zurück. Was? Ju, kommst wieder zurück? Was hat Sulta dich beauftragt, einen Drachenschuppe zu finden? Erzählt mir mehr über das. Was? Ich denke, er verkauft dich für blöd. Das Drachenschuppe wurde von ihm nie gestohlen. Das Drachenschuppe ist Alexios. Alexios, ich weiß das, weil Alexios gegen die Orks Tag und Nacht in unserem Land kämpften. Ich habe einen passendes Drachenschuppe, weil das die andere Hälfte von dem Item ist. Ich bin mir sicher, dass Drachenschuppe ab jetzt verloren ist. Vergiss meine letzte Aufgabe, das hier ist viel mehr von Bewegung. Es wird dich gründlich testen. Geh zu Alexia und erzähl ihr, was passiert ist. Oh, Männer, ich hasse die Quests langsam. Vor allem die Grammatik. Ah, da oben ist die Alexia, genau. Unter dem Baum. Oder, Ting ist der Wolf. So, wir können hier alles verkaufen. Alles wegschmeißen. Und über 368 Goldmünzen. Neue Items habe ich, glaube ich, nicht gefunden. Das sind alte. Ja, ich habe auch gar nicht gelevelt. Also, der Fortschritt ist wahrscheinlich immer noch gleich wie im vorigen Abschnitt. Vor dem Schnitt vorher. Und, wir machen die Quest da oben dann später weiter. Ich möchte mal schauen, ist was los? Dann gehen wir zu Akersborg. Probieren mal ein bisschen noch zu kämpfen. Master Coins haben wir jetzt recht viel bekommen durch das Portal. Das ist sehr toll. Sehr gut. Und Königreichspunkte aber haben wir auch schon über 500. 533. Sehr gut. So. Ich möchte nämlich auch schauen, ob um Akers noch recht gute Gegner sind, wo ich einfach zwischendurch noch ein bisschen leveln kann. Weil ich habe einfach so das Gefühl, die Syrten wissen jetzt, wo ich levele durch die Parts, die ich hochlade. Und da möchte ich nicht die ganze Zeit irgendwie angegriffen werden. Also ich kann meistens fliehen. Aber ich möchte einfach nicht unterbrochen werden beim Leveln. Deshalb gehe ich mal dieses Gebiet um die Ork-Wüste, um das Ork-Camp ein bisschen aus dem Weg. Deshalb suche ich jetzt gerade ein besseres Gebiet, wo sie mich nicht erwarten. Also,
Aber sag natürlich nicht, wo ich level. Ich durchsuche es einfach jetzt kurz im Part hier. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo ich gut leveln kann. Und ja. Also wenn ihr wirklich sehen wollt als Syrte oder als Alse, dann bitte killt mich nicht. Es lohnt sich nicht. Ihr seid sowieso nicht im Video da. Meistens. Vielleicht habt ihr Glück, aber ich glaube nicht, wenn ich nur so level. Und ja. Es ist halt einfach nichts fürs Video. Leveln, 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 leveln ist einfach ein bisschen langweilig. Alter, 6-mal Süde widerstanden. Oh, jetzt ist er stolz drauf. Der Retox Socks, okay. Der Retox Socks. Retox Socks. Tut mir leid, Retox. Ich wollte dich nicht stüßen. Auren kosten viel. Das stimmt. Aber ich habe keine Auren. Ich habe nur Schrei. Ich kann herumheulen. Ich kann die Gegner zu Verzweiflung bringen mit meinen... mit meinen Tränen. Oh. So. Also eben hier hat's blaue Gegner. Gut. Aber hier ist es irgendwie langweilig und zu gefährlich. Darum gehe ich noch nicht lang. Standard. Standard. That's whoosh. Syrten. Okay. Die Syrten sind wach. Die Syrten sind wach. Ich will aber ein paar Icken sehen hier. Und nicht von Syrten überrascht werden. Die hocken sicher hier vor dem Tor. Und machen blöde Sachen. Niemand hier. Doch da. La Diva. Das Modell Opelia. Joghurt. Blue Gardens. Bautzi. Das Modell. Wächter. Oh, der Wächter, das ist der beste Spieler. Ja, das ist der kann was. Vor allem kann er immer wieder sich. Er kann immer wieder auferstehen. Das ist das Coole. So ein cooler Spieler, der hat OP-Status. der ist Operator von diesem Server. Ja, der kann was. Der Wächter. Und seine Kollegen, die gleich heißen. Vier Syrten. Ja, fünf waren es, oder? Fünf Syrten bei Agers. So. Wieso Agers? Wieso Agers? Wieso Agers? Agers. Axe. 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 Agers. Für nächstes Ziel. Aber sie wollen wahrscheinlich Syrten. Oder wollen wir Syrten? Oder wollt ihr nur Syrten? Weißt du, sie reden über Agers, sind aber... Sie reden über Agers, aber sind herb. Wie soll ich wischen? Ich frage mich, ob die überhaupt keine Hilfe brauchen wollen. Und dann regen sie sich wieder auf, weil sie sterben. Oder? Und deshalb, verstehe, die wollen wahrscheinlich die Mauer einnehmen und dann sind sie wieder verzweifelt. Was, die Wachen rennen runter? Den Berg runter oder was? Vielleicht glitschen sie durch den Boden, das ist auch runterrennen. Oder runterfallen, ne.
Das gab's wirklich ein paar Mal schon, habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass die Gegner einfach durch den Boden durch runterfallen. Das sind Videos vom Affen gebissen hinter dem herunter. Okay, ich gehe, Herr Brett, damit ich denn die Belohnung noch bekomme. Sicher 200. Es lohnt sich überhaupt nicht. Jetzt frage ich lieber nicht. Sonst frage ich manchmal, wie viele Punkte man bekommt. Aber wir wollen ja auch ein bisschen herabschauen. Sightseeing machen, Ingame, Import. Oh, schön. Die Löwen sind aber Syrtis. Ist es die Brücke Syrtis? Sie sollte auch halt so sein. Und ein bisschen Iggen. Aber ich weiß nicht, ob unbedingt Löwen nur zu Syrtis gehören. Ja, hier gibt's Löwen. Was bei uns Dings sind, Hyänen und was sind die anderen? Ja, bei uns gibt's auch eigentlich Löwen ein bisschen, ganz wenig. Panther gibt's bei uns noch und Leoparden sind's, glaube ich, oder so. Ja, und ich bin gerade... Boah, stinkt das hier nach Hitze. Es stinkt so richtig nach Schwüligkeit. Muss das Fenster aufmachen, aber draußen ist es so laut. Das ist eine vielbefahrene Straße vor dem Haus. Und Tramstation, also... Straßenbahn. Station und... Die ist auch sehr laut. So. Ich gehe wieder auf. Ja, geh weg. Geh ein bisschen schlafen, Marox. Du hast sicher die ganze Nacht durchgemacht. Du bist der neue Partyleader. Wieso werde ich immer Partyleader? Ich frag mich echt, habe ich irgendwie das in den Genen oder so? Oder weil ich den... Nein, ich habe M und A ist früher. Ich weiß nicht im ABC, aber irgendwo anders. Kommt wieder einer. Aber schön aufgetunt, das Wort. Hat der an. Der hat einfach gefärbt, okay. Alles in irgendwie neue Weltordnung. Ist das der neue Clan, der in ist, oder was? Vor allem neue Weltordnung als Clannamen ist jetzt mir nicht so... Naja, finde ich nicht so gut. Wie einfach dort ist, dann... AFK sein einfach versteckt ein bisschen. So, wir müssen einen Gegner ankloppen und sieh dir 200. Ich hab's gesagt. Es lohnt sich überhaupt nicht. Gehen die weg. Was in der Ini-Zone den Käf? Den Ah, Sieger, also Bosse. Also so die stärkeren Anführer. Anführer, dann Sieger und dann Legendär. Was ist denn das für eine Zählung? Also, da frage ich wieder die Entwickler. What the fuck? Was habt ihr geraucht? Als ihr das gemacht habt. Aber wieso heißen die Sieger? Gewinnen sie immer, oder was? Vielleicht gegen die normalen Mobs gewinnen sie. Oh. So. Wo in der Vulkanzone ist Jert?
Jedina. Ist der dort hinten beim Dämonen? Müssen wir auch mal schauen. Das interessiert mich, ne? Aber wieso sind die Syrten eigentlich in Aggersborg, wenn wir hier alles einnehmen? Alle so, ich hab's kurz geschrieben. Hab nicht gesagt. Klar. Ist doch gut. Machen ein Gefängnis draus. So. Lass dich da, ich besiege sie alle. Mit einem Schlag. Alleine kann ich nichts mehr. Also es ist kein Syrte hier. Ich weiß noch, wo ich bei meiner Fort war. Nach hinten gegangen ist und dort ist ein Jäger und ein Beschi gewesen. Unsichtbar. Dann haben sie mich angegriffen. Und ich glaube, ich bin gestorben, aber ich konnte die Spiele, die vor dem Ria vor Algoros fort waren, noch, also dass sie sehen oder dass sie Kampfgeräusche hören. Und dann kamen alle, ich saß noch so richtig, als ich tot war, sah ich sie ja noch schwarz-weiß. Richtig, die zwei Typen überrennen, die konnten sich gar nicht mehr unsichtbar machen. Das war so cool. So richtig, also wirklich 12 Stück ungefähr kamen auf die zu und machten sie in Sekunden schnell platt. Schön, schön. Aber da war ich noch Level 40 ungefähr. 41, glaube ich. Ja, und jetzt bin ich schon Level 50. Jetzt beginnt der Countdown. 51 haben wir bald. Und ja, mal schauen, wie lange es geht. Ich hoffe, dass es nicht so lange geht, aber ich weiß es, dass es sehr lange geht. Also es wird mir immer wieder gesagt, es wird noch lange gehen, du wirst sehr viel mehr XP brauchen für Level 60 und alles Mögliche. Das ist wie, das ist irgendwie sinnlos. Man Level 50 Level und hat nicht mal 10% von allen EXP gesammelt. Und dann plötzlich braucht man dann die 90% bis Level 60. Heil. Heil, heil, heil. Herum, heil. So, also. Ich mache 10 Minuten Pause. Dann bei der Belohnung mache ich kurz wieder an. Bis gleich. Boah, 11 Königreichspunkte. Sheet. Und ein bisschen mit Redox reden. Ich habe zum Beispiel gesagt, Regnum will nicht, hat keinen Bock, also dass er trifft. 5, 6 Mal widerstanden sie die. 7, 8 Mal. Er wird still, also der, weiß nicht was es ist, in Algaros widersteht alle Sidis. Und weiß nicht, ob es von der Position abhängt oder so, weil ich habe es manchmal auch bei den Gegnern, dass wenn man ein bisschen unten dran ist und ein bisschen oben dran ist, alles gefailt beim Game. Auch bei normalen Mobs, die eigentlich alles müssen treffen. Und ja, es ist so, als würde Regnum einfach nicht mögen. Ja. Und unsere schöne Plattform, wo man durchglitscht, also da wo er keinen
standhaften Boden hat, wo man einfach durchfällt, ist auch noch hier. Immer hier. Dieser Forts ändern sich nicht, die werden nie abgerissen, richtig. Da fragt man sich wirklich, wieso die Forts denn sich immer regenerieren. So schnell, ohne Baukran und ohne... Voll realistisch, Mann. Ah. Ich habe mich richtig gefreut, als wir die Idee gehabt haben, dass in Minecraft, also in Hexit jetzt, auf dem Server so ein bisschen nachzumachen. Also es ist nicht nachmachen, es ist völlig anders, ein bisschen freier fram. Aber dass es auf dem Hexit-Server jetzt auch möglich ist, also Fraktionen zu machen, einfach nicht ohne Motto oder so. Einfach so, ja, das Spiel ist jetzt dort im Reich und nicht offiziell oder so, aber dass man dann kämpfen kann und Forts eroben kann und so. Und Städte und alles mögliche. Finde ich geil, also ich habe es noch viel freier gemacht als vorher schon bei Infinity und bei was war vorher noch? Ja, eigentlich Vanilla, genau. Groupcraft. Finde ich richtig geil, dass ich die Spiele so motiviere, weil das, der Part geht ab, also der Ankündigungspart von meinem Hexit-Server. Also die Umstellung auf Hexit-Server kommt richtig gut an. Wirklich sehr toll. Noch 33 Sekunden. Der Jäger macht sich immer unsichtbar. Die Taube. Die Taube, die macht sich unsichtbar. Unsichtbar. Oh, hier kann man gut verstecken. Und dieser Ventilator ist wieder zu laut. Sorry dafür für die Nebengeräusche, aber es ist so schwül hier drin und zu heiß. Könnt ihr mal kurz nachschauen am Handy. Was? 30.000 Goldmünzen, ja, Goldmünzen. Was? Verpasster Anruf. Ich verpasse alles auf meinem Handy. Wetter. Ich gucke mal. 24 Grad in meinem Zimmer, ist sicher 30 Grad. Und schwül? Ah, das muss ich beim Thermometer schauen. Wie schwül ist es bei mir im Zimmer? Ah nein, das ist nur in Rheinach, also draußen. 58%. 9 Kilometer kmh pro Stundenkilometer schnell von Westen der Wind. Okay. Von mir aus. Ja, wer nicht weiß, Rheinach ist südlich von Basel. Ganz kleines bisschen südlich. 400 haben wir jetzt. Das warte ich auch noch. Und für euch leider nicht. Also, ja, ich habe jetzt den Part schon viel zu überlängert, Ding. Und den zweiten Part kann ich, oder will ich jetzt gerade nicht aufnehmen, wenn es so wenig los ist. Das ist nur warten hier. Und wenn etwas Spannendes passiert, oder wenn ich dann Level 51 werde ich wieder aufnehmen. Für euch eben meist einen oder zwei Parts pro Tag und je nachdem wie viel ich Zeit habe, mal vielleicht auch drei Parts, aber ich sehe es wird halt nicht so oft geschaut, weil 60 Minuten pro Tag sind schon recht viel. Genug für euch, oder? Aber ihr dürft gerne sagen, wenn ihr mehr wollt, aber ja, da muss es schon mehrere haben, die das wollen, die es auch unbedingt wollen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part geht's dann weiter. Tschüss.